Ist er dein Vater? Vorbei? Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Keine Sorge, ich gehe voraus. Danke. Diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, dass große Wachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Sie auch? Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor?
Wir sind da. Es ist dort oben. Oh, pass auf. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Also, das ist es? Ja, das ist Hugos Zimmer. Gehen wir. Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Da sind noch mehr Gefäße. Alles. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, 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 das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, Nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht die hin. Die römischen Ruinen? Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir! Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lukas? Hier können wir nicht bleiben. Nach rechts. Los. Ja, ja. Ich komme. Da sind noch mehr. Ich erleuchte das Zimmer. Du kümmerst dich um die Ratten. Der Weg ist frei, Amicia. Wir müssen weg. Das war knapp. Bewegung. Sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier. Aber wir müssen weiter. Hey.
Herr im Himmel, es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Wir schaffen das. Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Komm schon, los! Nein, nein! Komm schon! Schieß nicht daneben! Danke für die Hilfe! Keine Ursache! Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an! Wie ein Fluss! Ein Fluss aus Ratten! Das ist der einzige Weg zu den Bädern! Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Verdammt! Er ist richtig schwer. Na los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Fühlst du es auch? Ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand! Na bitte, wenn du meine Schleuder willst? Nein, danke. Schon verstanden. Sie formiert sich neu! Ich mach das!
Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben vom Chaos bestimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Sie kommt zurück! Schnell! Genug jetzt! Ihr haltet uns nicht auf! Wie geht es dir? Meine Beine! Weh. Wir sind nah dran! Weiter so! Ich tue, was ich kann! Das Licht da drüben! Die Bäder! Wir sind fast da, Lukas! Amicia! Ich habe nachgedacht! Ich denke, dass... Was, Lukas? All diese Angriffe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen... Auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Geschafft, Lukas. Wir haben es geschafft. Danke. Danke, Lukas. Siehst du? Du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Lukas, hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja, das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber sie... Ich weiß, aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter.